Willkommen zurück zu Tomb Raider. Wir wollen uns auf den Weg zum nächsten Grab machen. Das wurde uns hier angezeigt. Das ist eins hier in der Nähe. Da ist eine Wildsau. Na, du kleine Sau. Ja, renn um dein Leben. So, jetzt müssen wir mal gucken. Falsche Richtung. Ja, aber ist das das Grab, das uns da oben angezeigt wurde? Das ist das Grab, das uns da oben angezeigt wurde, glaube ich. Oder ich laufe jetzt trotzdem mal in die Richtung. Ah, hier. Hier ist es. Schau mal. Und hier sind die Symbole. Also sind wir hier. Richtig. Na, dann folgen wir doch mal dem Weg. Und machen uns auf den Weg zum nächsten Grab. Dann haben wir alle bei dem Schiffswrack gefunden. Das eine hatten wir ja oben gefunden und zwei von zwei sollen es sein. Na, Moment, kommt leider nicht so rüber. So. Ist das schön angenehm, so schnell rüber zu kommen. Nicht mehr so klettern zu müssen. Das freut mich doch sehr. Okay, optionales Grab. Tempel der Dienste. Diese Höhle war früher ein Ort der Anbetung. Wenn ich zu der Ritualkammer im Kloster will, müssen wir das Boot reparieren. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden soll, damit landeinwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Reyes wird ein Problem sein. Sie will zurück zu ihrer Tochter. Und sie trauert um Roth. Wie wir alle. Ich weiß immer noch nicht genau, warum Matthias ausgerechnet Sam wollte. Aber das spielt auch keine Rolle. Sie ist wieder bei uns. In Sicherheit. Okay, und da haben wir doch tatsächlich ein weiteres Tagebuch gefunden. Dann haben wir 8 von 10. Oh, hey, da ist was. Da ist was. Gucken wir mal, was hier passiert. Okay. Da oben lagen noch Pfeile, oder? Ja. Also müssen wir auch irgendwas mit diesen Pfeilen machen. Das Ding vielleicht irgendwo bewegen. Gucken, was hier passiert. Was kann ich hier machen? Moment. Kann es sein, dass ich auf das Ding drauf hüpfen muss, um darüber zu kommen? Wir probieren das mal aus. Mit dir? Ne, da ist es. Doch, 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 doch. Jo. Das sind nicht genug Stangen, um rüberzukommen. So. Und. Jo. Ey, das war sogar richtig. Cool. Wahrscheinlich lagern sie hier Nahrungsmittel. Wie, was? Das war's? Oh.
Grab durchsucht. Tempel der Dienstmädchen gemeistert. Okay. Warum nicht? Ist ja. Okay. Was machen die? Eine Art Fischerei. Oh, nicht schlecht. Na, dann konnte ich ja wenigstens Magnum-Pistole. Waffe modifizieren, taktische Pistole zur Magnum-Pistole. Na, dann konnte ich das doch wenigstens ausbessern, das letzte Grab. Da haben wir das ein bisschen schneller hier geschafft. Okay, na gut, jetzt haben wir eine Magnum-Pistole. Benötigt Rücklaufbremse. Magazin ist leichter einzulegen, wodurch die Nachladezeit verringert wird. Schussfrequenz. Verringert den Rückstoß. Oh, Schalldämpfer. Ja, Schaden würde ich mal sagen, ist bei der Pistole gar nicht mal so verkehrt. Jo, und sonst können wir nichts weiter machen. Das freut mich. Das Grab war sehr einfach und sehr schnell zu lösen. Okay, gut. Na gut, es ging auch nur ums Klettern. Es kann sein, dass es mir ein bisschen leichter gefallen ist wegen Assassin's Creed 2. Oh, scheiße. Weil bei Assassin's Creed 2 hatte man ja die Assassinengräber und da hatte man ja auch einiges mit Kletterrätseln zu tun. Und vielleicht habe ich mir dadurch leichter getan. Ich weiß es nicht, aber das war jetzt für mich irgendwie leichter als die anderen Rätsel. Aber ist doch auch nicht schlecht, oder? Jetzt haben wir das zweite Grab innerhalb von, keine Ahnung, 5 Minuten oder so gelöst. Und können uns jetzt weiter diesem Tempel, Kloster widmen, wo wir hin sollen. Dazu müssen wir hier vorne durch. Und da dürften wir jetzt mit Hilfe des Seilzuges durchkommen. Und hier können wir was drücken. Oh. Autsch. Okay, dann würde ich sagen, eine Runde klettern. So. Nein, 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 du solltest eigentlich... darüber, genau. Huh, hab Angst. Hä? Doch, passt schon. Jetzt muss ich aufpassen, wie sie läuft. Oder wie sie hangelt. Nicht, dass sie sich jetzt hier verhakt. So. Wunderbar. Dann haben wir hier noch eine größere Kiste. Mal auf hier. Bogen, Waffenmodifizierung verfügbar. Sehr schön, das geht jetzt aber ratzfatz. Können wir unseren Bogen auch noch gleich verbessern. Das freut mich. Und hier... Das sind Granaten. Ja, das sind Granaten. Okay. Und dann würde ich sagen... Also, kein Treffer. Würde ich sagen, geht's hier drüben weiter. Sehr schön. So weit, so gut. Ich hoffe nur, sie fliegt mir jetzt nicht runter, weil ich habe ja das Talent hier, wenn ich da mit der Axt hier entlang hange, irgendwann mal mich nicht mehr festzuhalten und ganz böse auf die Schnauze zu fallen. Okay, hier kann sie hin. Ah, okay. Hier rüber. Ich bin mal gespannt, auf wie viel Widerstand wir nun stoßen, weil von den Gegnern her ist es ja wirklich um einiges mehr geworden.
Das ist etwas, das mir gar nicht gefällt. So, dann schätze ich mal, wenn wir das hier rüberziehen müssen. So sieht's aus. Und dann... Ey, nein. So, jetzt. Und dann... das hier rüberziehen. Oh, 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 Gott, das wird... Oh, wow, wow. Ah, Hilfe. Oh Gott, jagt mir doch nicht so einen Schrecken ein. Mein Gott. Ich hab schon gedacht, ich habe irgendwas falsch gemacht, dass jetzt runterfliegt. Puh. Okay, hier gibt's wieder Munition. Das gefällt mir weniger. Das heißt nämlich für mich, wir kommen den Gegner näher. Hä? Ach nee, hier, wir müssen rechts rum. Hier geht's weiter. Wieder ein bisschen Kletter-Action. Und Bergungsgut. Du brauchst Hilfe? Sehe ich genauso. Oh, scheiße. Wie komme ich eigentlich auf die Idee, dass hier immer nur zwei rumstehen? Ah, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das war keine gute Idee. Wieder mit dem Kopf durch die Wand. Au! Blöd, Mann. Wow. Wow, 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 wow. Weewa. Idiot. Musste der mir jetzt hinterherrennen? Ich hab gedacht, der wartet brav da oben. Ach ja! Ach komm! Du genauso hier. Au! Spinner! Guck immer! Aua! Ha! Ah. Oh, Kamera, 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 Kamera! Das hätten wir geklärt. So viel Gewehrmunition haben wir echt nicht. Das gefällt mir nicht. Weil das Gewehr mir eigentlich schon oft den Arsch retten könnte. Weil bei zu vielen Gegnern nützt der Bogen auch nicht wirklich viel. Weil man so schnell dann gar nicht mehr schießen kann. Wow. Oh. Gott, ich habe schon gedacht, die hält sich gar nicht mehr fest. Mann, 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 Mädel, mach mir doch nicht so eine Angst. Ich möchte nicht, dass du mir in den Abgrund stürzt und mir flöten gehst. Geronimo! Gut. Bergungsgut. Sehr schön. Ich hoffe mal, wir kommen bald wieder zum Lager, weil dann kann ich nämlich den Bogen upgraden.
habe ein Déjà-vu. Ganz gewaltiges. Hier waren wir schon einmal. Wo soll sie jetzt hin? Hier hin, okay. Sturmjägerin, entdecken Sie das alte Grab. Aktuelle Position, Forschungsbasis. Na, dann gucken wir uns mal um. Hier vorne habe ich schon was gefunden. Okay. Ich hoffe mal, hier sind nicht allzu viele Gegner, aber... Kommst du da drüber? Nee. Ich... Komm, halt dich fest. Ich rechne mit dem Schlimmsten wieder. Schätzt ne, hier nicht. Hier durch. Hier kommt Lara durch. Schon wieder ein bisschen recht dunkel hier. Ja, da kommt sie nicht hoch. Okay. Hier runter, stopp. Nein, das ist nix. Gut. Ich sehe hier gerade aber überhaupt keinen Gegner. Hallo? Hallo? Unsicheres... Ja, wo... Hä? Dann gucke ich halt erstmal ins Tagebuch. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kam die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alles stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören.